Das Internet hat in den vergangenen Jahrzehnten die Welt verändert und es bietet für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft weiter riesige Chancen. Wissenschaftler kommunizieren heute rund um die Uhr mit ihren Kollegen, setzen neue Forschungsprojekte auf, treiben die Wissenschaft voran. Die Wirtschaft hat sehr, sehr viele ihrer Geschäftsprozesse inzwischen auf das Internet verlagert, neue Geschäftsmodelle entwickelt. Junge Unternehmen, kleine Unternehmen, für die früher von den Märkten her geografische Grenzen wichtig waren, können heute internationale Geschäfte machen. In Gesellschaft sehen wir, wie das Internet, auch gerade das mobile Internet, immer stärker auch Demokratisierungsprozesse voranbringt. Und ich glaube, wir können in allen drei Gebieten, Wissenschaft, Wirtschaft und auch Gesellschaft, noch viel erwarten. Die erste Herausforderung, der wir uns sicherlich stellen müssen, ist die der kritischen Infrastrukturen. Die Verfügbarkeit der Netze wird immer weiter und immer wichtiger für kritische Infrastrukturen in der Energie, in der Mobilität, in der Kommunikation. Immer mehr Funktionalität hängt davon ab, dass diese Infrastrukturen verfügbar sind. Die müssen wir schützen. Unternehmen, die immer wichtigere und essentielle Prozesse mit Internettechnologien ermöglichen, brauchen strengeren und besseren Schutz ihrer Intellectual Properties. Wenn Anlagenbauer ihre Konstruktionszeichnungen, ihre Entwicklungspläne internetbasiert verarbeiten, müssen sie sich gegen Angriffe schützen. Und ebenso gilt das für uns als Menschen, die wir immer mehr das Internet nutzen, um immer kritischere Themen sowohl in unseren Geschäftsprozessen, das Stichwort lautet Bring Your Own Device, wo jeder mit seinem Gerät in seinen Firmennetzen entsprechend auch agieren möchte, oder auch im privaten Bereich, wo mobiles Zahlen einer der nächsten Trends sein wird. Wir alle brauchen Schutzmechanismen und ich glaube, das ist die wesentliche Aufgabe, der wir uns in der Industrie stellen wollen. In Deutschland haben wir hier eine Riesenchance. Wir fokussieren uns auch sehr stark auf diese Forschung im Bereich der IT-Sicherheit. Deutschland ist ein Kernkompetenzland für IT-Sicherheit. Wir haben hier große Stärken technologisch in diesem Markt. Wir haben auch ein gutes Image weltweit für Datenschutz und Datensicherheit. Wir wollen uns und müssen uns fokussieren, diesen Vorsprung weiter auszubauen und in den richtigen Technologiesektoren auch fokussiert zu betreiben. Wir müssen weiterarbeiten an Verschlüsselungsthemen. Wir sind sehr gut im Bereich der kryptografischen Verschlüsselung in weltweitem Standard. Eine sehr wichtige Fähigkeit, die in allen Systemen grundlegend zum Einsatz kommt, ob es jetzt in sogenannten Embedded-Systemen wie einem Auto oder einer anderen vernetzten Architektur ist. Wir haben eine Chance, eine der wichtigen Technologien, die in Entwicklung und Nutzung ist, die Cloud-Technologie, mit Elementen zu versehen, die diese Technologie sicherer machen. Das ist eine Stärke, die wir aus Deutschland heraus entwickeln können. Und last not least ist das eigentlich zentrale Thema, an dem wir arbeiten müssen, das Management sicherer Identitäten. In einem Netzwerk wird es immer wichtiger, sicherzustellen, dass derjenige, der sich identifiziert gegenüber einem Prozess, auch wirklich verlässlich derjenige ist, der er vorgibt. Dass Menschen, die im Internet unterwegs sind, im Internet Anwendungen benutzen, wissen, was mit ihren Daten passiert, dass sie diese kontrollieren können und auch dafür sorgen können, dass sie, wenn sie es nicht weiter wollen, nicht weiterverwendet werden. Hier haben wir gerade als Deutsche eine große Chance, denn Sicherheit made in Germany, Datenschutz, Datensicherheit, Vertrauen, das sind Elemente, die auch am Weltmarkt große Chancen haben.